Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu den Tagesthemen und das sind heute diese. Heeres Versprechen. G20-Finanzminister wollen Währungskrieg verhindern. Großes Aufräumen. Tscheljabinsk nach dem Meteoriteneinschlag und Goldener Bär. Die Berlinale bleibt politisch. Geht's eigentlich noch eine Nummer größer? Vor einem drohenden Währungskrieg wurde gewarnt, vor einer Schlacht um die Wechselkurse. Schon vor Beginn des Treffens der Finanzminister und Notenbanken der G20, also der großen Industrie- und Schwellenländer heute in Moskau, wurden starke Geschütze aufgefahren. Amerikaner und Europäer hatten vor allem Japan vorgeworfen, seine Währung, den Yen, durch massives Gelddrucken künstlich abzuwerten, um Chancen der eigenen Firmen im Ausland zu verbessern. Doch nun heißt es plötzlich, niemand hat die Absicht, einen Währungskrieg zu führen. Und die Abschlusserklärung in Moskau trug geradezu pazifistische Züge. Ina Ruck berichtet. Ein Lächeln breiter als das andere. Wer Zweifel an der Stimmung beim Treffen der Notenbankchefs und Finanzminister hatte, den wollte man spätestens beim Familienfoto eines Besseren belehren. Und vor allem eines vermitteln, der Krieg findet nicht statt. Wir sind uns alle einig, wir weigern uns, einen Währungskrieg zu beginnen. Die Welt darf nicht den Fehler machen, Währung zum Kriegsinstrument zu machen. Wir sehen nichts, das man Währungskrieg nennen könnte. So viele Dementis beim G20-Treffen heute in Moskau, dass man beinahe misstrauisch werden könnte. Hat da vielleicht wirklich ein Währungskrieg ins Haus gestanden? Es geht um politisch manipulierte Wechselkurse. Vor allem die Japaner stehen seit Monaten im Verdacht, ihre Währung kräftig zu drücken, um japanische Waren auf dem Weltmarkt billiger und damit attraktiver zu machen, zum Schaden anderer. Ein Abwertungswettlauf könnte die Folge sein, hatten manche befürchtet. Nein, so etwas habe es nicht gegeben und werde es nicht geben, hieß es heute. Die gemeinsame Verpflichtung, Wechselkurse nicht gezielt zu beeinflussen, unterschrieb auch Japan. Alle wissen, dass Wechselkurse sich frei bilden müssen durch die realen Verhältnisse auf den Märkten und dass sie für niemanden ein Instrument sind, um Wettbewerbsfähigkeit zu korrigieren. Deutschland hatte auf neue Vorgaben zum Schuldenabbau gedrängt und zumindest die Bereitschaft dazu erwirkt. Die G20 wollen auch weiter eine Halbierung ihres Defizits anstreben. Bis wann? Diese Entscheidung schob man erst mal auf. Gute Vorsätze, ein Bekenntnis zu freien Wechselkursen. Nach Krieg sieht das wirklich nicht aus. Wenn sich denn alle an die hehren Vorgaben halten. Weder als Naturgewalt noch als himmlisches Zeichen gilt hierzulande die geplante Steuer auf Finanzmarktgeschäfte. Aber sie sorgt für heftige Widersprüche innerhalb der schwarz-gelben Koalition. Mehr dazu in den Nachrichten mit Thorsten Schröder. Kritik an einem Konzept der EU-Kommission für die Abgabe kommt von der FDP. Mehrere Politiker der Liberalen warnten vor möglichen Belastungen des Mittelstandes und von Kleinsparern. Dagegen verteidigte Bundeskanzlerin Merkel heute erneut das Vorhaben, auf das sich Deutschland und 10 andere EU-Staaten verständigt hatten. Sie sprach sich dafür aus, die Steuer zügig einzuführen. Die Finanzwirtschaft soll durch die Abgabe an den Kosten der Krise beteiligt werden. Während also in Moskau ein Krieg um die Währung abgesagt wurde, hatten die Menschen 1500 Kilometer weiter östlich mit einem ganz anderen Angriff zu kämpfen. Eine Attacke aus dem All, die einmal kurz daran erinnert, dass alles menschliche Feilschen um Macht und Geld von einer auf die andere Sekunde gar nichts mehr wert ist, wenn einem plötzlich der Himmel auf den Kopf fällt. Nachdem gestern im russischen Tscheljabinsk ein Meteorit mit einer unglaublichen Wucht auf der Erde aufschlug, versuchen die Menschen heute erst einmal zu verstehen, was da überhaupt passiert ist. Udo Lilischkis. Der Tag danach. Über 20.000 Helfer setzen im Zentrum von Tscheljabinsk, das am stärksten von der Druckwelle betroffen war, neue Fensterscheiben ein. Bei minus 20 Grad mussten viele Einwohner die Nacht frierend in ihren Wohnungen verbringen. Fast 4000 Gebäude sind betroffen. Nur vorsichtig wird die Gasversorgung wieder angefahren.
Das russische Fernsehen sendet derweil immer wieder die spektakulären Bilder des Meteoriteneinschlages und neue Erkenntnisse. Der Gesteinsbrocken aus dem All hatte die Größe eines Busses, schätzen Wissenschaftler, bei etwa 70.000 Kilometer pro Stunde schnell und explodierte, so die NASA, in etwa 20 Kilometern Höhe mit der 30-fachen Wucht der Bombe von Hiroshima. Es ist vermutlich der bisher am häufigsten gefilmte Meteoriteneinschlag der Menschheitsgeschichte. Den Einwohnern des kleinen Städtchens Tschebarkul, 70 Kilometer von Tscheljabinsk entfernt, brachte das seltene Naturereignis eine mindestens genauso aufregende Invasion von Polizei, Wissenschaftlern und Schaulustigen. Denn sie waren nah dran. Es wurde immer heller und heller, und als alles weiß war, da drehte ich mich weg, um meine Augen zu schützen, und da explodierte es. Das Loch im See hat einen Durchmesser von 8 Metern. Hier ist vermutlich ein großer Brocken des Meteoriten eingeschlagen. Doch Taucher suchten bisher vergeblich. Alles, was die Wissenschaftler bisher einsammeln konnten, sind solch kleine Splitter. 10 Mikroröntgen, das ist normal. Auch wenn Wissenschaftler sagen, dass jeden Tag ein paar tausend Meteoriten weitgehend unbemerkt irgendwo die Erde treffen, in dieser kleinen Kirche am See nimmt der Küster das Naturereignis als willkommenen Fingerzeig Gottes. Das ist vielleicht eine Mahnung Gottes. Die Leute sollen über den Sinn ihres Lebens nachdenken. Ein himmlisches Zeichen oder nur Naturgewalt? In Russland muss das kein Widerspruch sein.